Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte, Gebhardt. Ja, also ich war während des Studiums habe ich in der Südstadt gearbeitet mit dem Günter Bresnik in einer Akademie zusammen. Ja. Und da haben sie, da ist irgendwann eine aufgetaucht, eine Philippiner mit dem Manager. Und die war halt das Jahr vorher im Achtelfinale in Wimbledon und die hat mit uns trainiert dort im Prinzip. Und der Manager hat halt mich dann irgendwie kontaktiert und hat gesagt, ob ich nicht Interesse hätte, als Head Coach auf die Philippinen zu gehen. Oh, das ist aber ganz schön heavy, ja? Wen auf die Philippinen. Aber habe gleich zugesagt, ich meine, bin eigentlich, ich reise gerne, mir macht das überhaupt nichts aus. Ja? Und dann Philippinen und dann ist Indo wie bist du nach Indonesien dann gekommen? In Indonesien habe ich, also ich habe dann von den Philippinen bin nach Hongkong, weil ich eigene Tennisschule aufgebaut habe. Ich habe Akademien gehabt in Philippinen, Indonesien, China, Macau und so weiter. Und habe dann also einen guten Draht zu Indonesien gehabt, also auch über die Davis Cup Sachen vorher in den Ja. Philippinen. Und habe eigentlich immer wieder die Nationalcamps gemacht in Indonesien. Und dann waren die südostasiatischen Spiele und der Präsident hat gefragt, ob ich nicht Zeit hätte, einmal das Team zu übernehmen und die darauf vorzubereiten. Und die haben halt, sie waren eigentlich gut finanziert von der Regierung und von der Army, die eigentlich da zuständig waren im Sport. Okay, mal was anderes, gehen wir nach Indonesien mit Frau und Kinder. Also Okay. eigentlich dann war eigentlich ganz gut, weil die Mädels, die ich dort gehabt habe, die waren relativ jung und relativ talentiert und also ich habe innerhalb von 1,5 Jahren waren wir dann eigentlich beim im Jugend ITF Circus ja, sicher das beste Mädchenteam. Also weltweit Erfahrungen gesammelt. Promoviert und was ist dann passiert, dass du zum 17-maligen Grand-Slam-Sieger gewechselt bist? Wie ist denn der Kontakt mit Novak Djokovic zustande gekommen? Das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Ich frage mich immer, ist es alles Zufall oder ist es Bestimmung, weil das ist irgendwie alles, das hat da so irgendwie zusammengepasst. Eigentlich ganz eigenartig. Ja. Ich war rein zufällig in der Nähe, wo ich wohne in Wien, ist auch der Flohmarkt und ich gehe öfters dorthin und dann treffe ich halt den Günther, haben schon länger nicht mehr gesehen und sage, red mal so, was er macht, was ich mache. Ich habe so also Sportberatung gemacht, Sportkonzepte für verschiedene Verbände und so. Und ich gesagt, eigentlich, jetzt hätte ich schon wieder Lust, irgendwas im Tennis zu machen, weil ich wollte also eine Zeit lang mit meinen Kindern zusammen sein, also sehen, wie die aufwachsen. Ich wollte nicht unbedingt immer reisen. Und Wie habe viele gesagt, Kinder hast du jetzt nun, sind, Gebhardt? ich habe zwei Töchter. Ah, okay. Und es war ja Ja. schon auch immer wichtig, zwischendrin dann auch genügend Zeit mit der Familie Ja, zu verbringen. das war mir schon sehr wichtig. Ich bin vorher gereist und dann aber 14 Jahre nicht, also auf der Ja. Tour gereist. Ja, und dann sag ich halt 10 Jahre, okay, also interessieren wird mich schon, aber ich glaube, was ich richtig Lust hätte, ist eigentlich mehr so im ja, Biomechanik, konditionellen, also Gesamtkonzept, Entwicklungskonzeptbereich. Und sag, aber ich weiß, dass der Novak jemanden sucht, der seinen Fitnesscoach, und also genau weiß ich nicht. Dann sage ich, bist du interessiert? Dann sage ich, ja. Und praktisch 3 Tage später war ich dann in Belgrad. Wann war das? In welchem Jahr? 2009. Also da war der Novak ja schon erfolgreich, aber noch nicht der Athlet, der er dann irgendwann geworden ist. Er war erfolgreich, aber er war, ich Welche meine, Spieler hast du vorgefunden? er hat Wie? das Jahr Ja. vorher, hat die Australian Open gewonnen, war aber dann eigentlich in einer kleinen Krise. Und ich kann mich erinnern, auch die ersten paar Monate war nicht wirklich so, wie er jetzt ist. Er hat selber nicht gewusst, aber irgendwie die Motivation, das war alles nicht so wie halt später. Aber er hat halt dann seinen Weg gefunden und hat wirklich, wirklich gut gearbeitet. Und ich meine, den Rest wissen wir eh. Als du ihn gesehen hast, was ist dir denn ins Auge gesprungen? Also du machst ja dann, du bist ja unglaublich perfektionistisch. Das ist ja fast schon Ja. spirituell und mythisch. Also ich habe ja Ja. das immer versucht, auch so ein bisschen zu beobachten, was du da machst mit Novak. Was ist dir denn, was war der Plan? Also ich habe vorher natürlich Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren, Analyse gemacht. Das war mir schon alles klar. Ich habe das alles durchgeplant und durchgesponnen im Kopf. Und mir war eigentlich relativ klar, wie der Fahrplan gehen sein muss, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Und das ist eben, die Lösung war eben dann die, dass ich sage, okay, ich fange jetzt einmal an
mit seiner ständig spezifischen Ausdauer, weil er war einfach nicht in der Lage, wirklich optimale Punkte über 3 Stunden zu spielen. Und das war, da ist er aber irgendwann weggebrochen und hat öfters Probleme gehabt am Platz. Und das war eigentlich mein erstes großes Ziel. Und das Ziel wurde erreicht, aber erst nach 2 Jahren habe ich unheimlich viel trainiert. Also richtig, richtig gut und richtig intensiv und immer wieder und Intervalle und massive Zahlen an Intervallen, also Berge rauf und mit allen möglichen Geschichten am Wasser. Also alles Mögliche. Aber das ist dann schon auch brutal teilweise, das Training auf dem Level. Also das Das, ich meine, das geht ohne dem einfach nicht. ja. Wenn es um das geht, es geht eigentlich um die Energiebereitstellung, dass du wieder genug, dass du innerhalb kürzester Zeit also die Recovery wieder hast und wieder voll da bist beim nächsten Punkt. Und das ist halt, da muss ich, das dauert lang, bis sich der Körper auf sowas einstellt und sowas auch irgendwie, ja, dann, dass es einfach funktioniert. Gut, das war eigentlich die erste Geschichte. Und dann, am Anfang ist es immer ein gewisses Kennenlernen. Wenn man mit jemandem arbeitet, muss man immer schauen, wie funktioniert er als Mensch, was denkt er, was will er, was will er nicht. Und das dauert halt alles eine Zeit. Und vor allem, wenn man mit einer Nummer 3 oder da ist er zwischen 3 und 4 Ja, gestanden, und er hatte die Australian Open ja schon gewonnen vorher. Das ist ja. da muss man natürlich, immer, das ist ja ganz klar, ich kann nicht dem erzählen, was er alles tun muss. Ich muss ja erst einmal das Vertrauen gewinnen. Also ich habe im Prinzip am Anfang relativ Basisarbeit geleistet, und vor allem die Ausdauergeschichte, die tennisspezifische Schnelligkeitsausdauer. Und dann irgendwann ist Folgendes passiert: Wir waren in China, in Peking. Wir sind auf dem Platz und der Roger zwei Plätze weiter und der Novak ist angefressen und ist sauer und ist wirklich nicht gut drauf. Dann sagt er: schau mal rüber, sagt er. Schau dir den an. Der Input ist so gering, der Output ist ein Wahnsinn. Die Effizienz ist ein Wahnsinn. Und das war eigentlich genau das, was mein Plan war. Aber da war das erste Mal offen für sowas. Und dann haben wir angefangen, eben biomechanisch die bestimmten Sachen, die bestimmten Teilbereiche aufeinander zu legen, von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, Also um eben biomechanisch die ist dann auch Stabilität zu. Bitte? Schlagtechnik. Biomechanik ist dann auch Schlagtechnik zum Beispiel oder Ja, es ist auch Schlagtechnik. Es Bewegungstechnik. ist Schlag- und Lauftechnik. Also es Ja. geht im Prinzip darum, die Biomechanik versucht, die Bewegung so effizient als möglich zu machen. Also das heißt, alle die Sachen, die er nicht braucht, die werden weggelassen. Ja. Und die wichtigen Sachen, die werden dann richtig gut gemacht. Das heißt, Präzision ist extrem wichtig, der Schlagrhythmus, dann die Balance. Und die Veränderung der Balance war eigentlich wahrscheinlich das Wichtigste, weil mit der 60-40 Balance, die wir dann trainiert haben, Also ist er quasi eigentlich 60-40 mit. ist, wenn du einen Split-Step machst, dass du so 60% Körpergewicht nach vorne hast, dass du immer so leicht in der Genau. Vorwärtsbewegung bist. Also die 60-40, die Theorie von dem 60-40, die ich vertrete, ist die, dass ich immer auch im Laufen die 60-40 zum Ball hin habe. Damit habe ich mein Körpergewicht am Ball. Da, wenn ich dann stabil sein kann, habe ich natürlich einen riesen Vorteil, kann ich mit einem normalen Schwung den Ball unheimlich gut beschleunigen. Und Ganze ist ungefährlich, weil ich stabil bin. Das Setup ist super und dann kann ich ganz locker einfach durchschlagen. Funktioniert Und aber das auch ist. übrigens für jeden Hobbyspieler. Also beim Return, das ist ja dann oft die Gefahr beim Hobbyspieler, dass er Das ist genau 40-60 wird, weil dasselbe. er Angst hat und nach hinten geht, Ja, ja. Und ja, 80-20, dann kippt er uns nach vorne um. Also ja. deswegen, ja. Aber eins muss ich dir dazu sagen. Die Theorie, dass man den Ball also immer früh treffen sollte, die teile ich überhaupt nicht. Weil Ja. wenn man versucht, den Ball zu früh zu treffen, dann verliert man das Grounding. Das heißt, man geht zu früh mit dem hinteren Bein zu weg, steht dann nur mehr auf einem Bein und da kann ich keine Stabilität mehr haben und Ja, ja. keine Energieübertragung vom Platz auf den Ball. Und das muss dann schon stimmen. Ne? Also den Das ist Treffer eben. passt eigentlich sogar lieber näher seitlich vom Körper, damit der Schwung nicht komplett nach vorne geht und du es nicht mehr stabilisieren kannst. Genau. Stabilität ist extrem wichtig.
Na, es ist unglaublich interessant, ich könnte ewig zuhören. Und dann, okay, keine spezifische Ausdauer, dann seid ihr in die Biomechanik. Wie war denn der Beweglichkeitsaspekt? Weil wir kennen alle die Bilder, wo der Novak in die Ecke rutscht, im Spagat irgendwie noch einen geraden Rücken hat und der Vorhand spielt. Ja? Ist für uns alle unvorstellbar. War er schon immer so beweglich oder war das dann der nächste Punkt? Also das war für mich sehr einfach, weil ich habe zu ihm gesagt, Novak, die Beweglichkeit ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen für dein Spiel. Und das bringt dir unheimliche Vorteile mit deinem Speed und noch mit der Beweglichkeit. Und das ist extrem wichtig. Und das müssen wir auf jeden Fall jeden Tag trainieren und weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und ich habe ihn gefragt, wie er das in der Vergangenheit gemacht hat. Und er hat gesagt, wie er beim Bilic war, also mit 14, hat er ihm das genauso erklärt, dass das unheimlich wichtig ist für ihn. Und seitdem macht er das jeden Tag. Ah, also das war bei ihm schon im Kopf drin? Das war im Kopf und das hat er seit dem Moment immer wieder gemacht. Er ist ja unheimlich diszipliniert. Er hat mir nach 8 Jahren auf der Tour hat er zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass du zu mir am ersten Tag gesagt hast, so schaut ein gutes Aufwärmtraining aus, dass ich das jeden Tag bei jedem Training ganz genau von A bis Z so gemacht habe, ist dir das nie aufgefallen. Das meine ich immer auch, weil ich wurde schon gewohnt. Aber es ist unglaublich. Die Disziplin und die Präzision, mit der er arbeitet, das macht den großen Unterschied. Du hast mir irgendwann nochmal in Madrid war das. Das war irgendwann nach dem Spiel, da hat er gewonnen und da war die Stimmung gut und da haben wir kurz geredet. Das wirst du nicht mehr wissen, hast du mir gesagt, es beeindruckt dich sehr, weil er seinen Körper so gut kennt. War das dann teilweise wirklich auch so, ist es dann mehr sogar ein Begleiten eines Sportlers, weil der sich ja selber so gut einschätzen kann und wirklich nur in bestimmten Momenten dann dagegen zu steuern? Ja, also das stimmt schon, aber ich glaube, der Unterschied zwischen Novak und Roger zum Beispiel ist das, dass der Novak von seiner Grundausbildung nicht die perfekte Technik stabilisierend hat können. Das war immer es war immer so eine Phase drinnen, wo er besser gespielt hat, Tage wieder besser, dann wieder nicht so gut. Und deshalb haben wir das eben das biomechanische System mit Balance, Grounding, Stabilität, Rhythmus und so weiter immer wieder, eigentlich fast jeden Tag beim Aufwärmen immer wieder verwendet, um wieder in das System reinzukommen und das zu stabilisieren. Aber das ist ja nicht so einfach. Das sind winzige Nuancen, wenn man von jedem Bereich im Platz den Ball überall hinspielen will. Also, dass man das zusammenbringt. Da muss man ganz genau, ganz präzise sein. Der Novak hatte diese eine Verletzung am Ellbogen, glaube ich, gehabt. Ansonsten ist er ja relativ verletzungsfrei, natürlich auch aufgrund von der Beweglichkeit und der optimalen Betreuung. Würdest du bei ihm sogar sagen, wenn alles optimal läuft, dass er noch länger spielen kann als vielleicht ein Roger Federer? Oder kann man es nicht vergleichen? Also, wenn ich seinen Körper anschaue, glaube ich, also auch die ganzen MRIs und so, die Feedbacks, die ich gekriegt habe von den Ärzten, ist irgendwie ein Wahnsinn. Die sagen alle, der ist eigentlich physiologisch so jung noch. Die Muskelfasern, die Bänder, die sind alles so gut noch. Der kann wahrscheinlich sehr lang spielen noch, wenn er will. Also eigentlich, da gibt es nahezu keine Limitierung mehr, weil früher haben wir gesagt, mit 30 bist du alter Spieler, dann war es 35. Roger setzt es gerade ganz nahe an die 40, wahrscheinlich über die 40. Also da spricht für dich nichts dagegen, wenn er das will und bereit ist und sich die Pausen auch immer wieder nimmt, dann könnte der Novak auch spielen bis 42, 43? Also über die Jahre hat der Novak immer wieder gesagt, dass er eigentlich bis 40 spielen will. Okay, also der hat das ist schon... Wie ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten, hat er zu mir gesagt, für mich ist sehr wichtig, dass wir so trainieren, dass ich nicht verletzt werde und dass mein Körper mit 40 noch so gut beieinander ist, dass ich alles machen kann. Okay, ja, unglaublich. Ja, das haben wir auch dann berücksichtigt. Also ich habe im Prinzip bei jedem Training einen Trainingsplan gemacht. Nach dem Plan habe ich aber das Risikomanagement gemacht, habe jede Übung angeschaut. Wie ist die Gefahr, die Gefährlichkeit jeder Übung? Macht es Sinn? Ist da irgendwo ein Risiko und so weiter und so fort? Ich meine, das muss man einfach machen. Also wenn du irgendwelche verrückten Sprünge oder irgendwas, dann hast du immer abgelehnt. Genau. Der Input, das wäre so wichtig, es zu machen, aber wir haben ein kleines Risiko und dann hast du es vielleicht angepasst. Genau.
Okay, ey, du, ich könnte dir stundenlang zuhören, Gebhard, ich finde es unglaublich interessant. Wie ist es jetzt? Jetzt gehen wir mal nicht vom Novak Djokovic aus. Du bist ja aktiv auch jetzt, schreibst die Programme für, ich glaube, für euren Olympiastützpunkt in Linz, da bist du tätig. Wenn jetzt da Athleten zu dir kommen und auch vielleicht junge Athleten, wie gehst du das an? Ähnlich als beim Novak, ist der Ablauf immer der gleiche oder ist es komplett individuell? Es ist komplett individuell. Ich arbeite aber primär nicht mit den Athleten, sondern mit den Coaches. Okay. Also ich mache das Performance Management. Das heißt, wir machen zusammen die Planung und auch die Zielsetzung und versuchen, diese zu erreichen. Und wenn das erreicht wird, dann ist alles okay. Wenn es nicht erreicht wird, dann müssen wir uns fragen, was hat nicht funktioniert, warum erreichen sie die Zeiten nicht, warum passt es nicht und so weiter und so weiter und so fort. Ja, natürlich mache ich auch relativ viel mit den Athleten, aber mehr also im Supportbereich, mental unterstützen, motivieren und ja, das macht ja auch sehr viel aus. Was würdest du jetzt selber bezeichnen? Ich meine, du warst natürlich Tenniscoach, sehr erfolgreich. Mental ist ja Wahnsinn, schon dir zuzuhören. Biomechanisch würdest du sagen, du bist dann quasi so eine Art Supervisor und kannst das dementsprechend alles sehr, sehr gut überwachen, was mit so einem Sportler passiert? Genauso sehe ich das auch. Es ist so, dass ich glaube von mir, dass ich einen sehr guten Überblick über alle Bereiche im Sport habe, inklusive Medizin. Und somit kann ich bin nicht überall spezialisiert, aber ich habe überall genug Ahnung damit, dass ich mit jedem mitreden kann und auch eine Entscheidung treffen kann. Und das war ja auch beim Novak, es ist ja extrem wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Wen lasse ich ins Team rein? Wenn einer das nicht so macht, wie er es machen sollte, dann muss das irgendwie sofort irgendwie verbessert werden oder eine Lösung gefunden werden. Und die Situationen, die kommen ja immer wieder. Und letztendlich ist es so, dass man in dem Top-Level-Bereich keine falschen Entscheidungen treffen kann. Wenn man falsche Entscheidungen trifft, dann kann man sofort wegfallen, ne? Vom Level. Also das ist ja ganz eine feine Angelegenheit da oben. Gebhard, Und ganz das ist kurz. halt mein Vorteil, dass ich so viele, meine viele Erfahrungen, ich war dann, also meine größte, Bonus, was ich über die Jahre gelernt habe, war eigentlich in Neuseeland, habe da für die Academy of Sports gearbeitet und der Zugang zum Sportler, zum Menschen, also den Mensch zu sehen und die Praktikalität des Zugangs, ja, das ist jeden Tag haben wir sich gefragt, wir machen nur das, was unser Boot schneller macht. Wir machen sonst nichts. Ich meine, es ist halt die Problematik mit der Sportwissenschaft. Es Ich gibt muss dich sehr nur ganz viele. kurz unterbrechen, weil Ja. in 8 Sekunden geht das Instagram aus. Nach einer Stunde wird man immer rausgeworfen. Ich gehe jetzt raus und wähle dich direkt wieder ein. Also bitte nicht weglaufen, wir machen direkt Okay. wieder weiter. Unsere Stunde ist unglaublich verflogen heute. Marco Chiudinelli und natürlich Gebhard Gritsch. Und wenn wir den Gebhard schon mal hier haben und ich muss sagen, für mich unglaublich interessant, dann lassen wir uns das natürlich nicht nehmen und machen gleich weiter, weil ich auch noch ein, zwei Fragen an ihn habe. Und jetzt tut es mir leid, dass wir ihn kurz unterbrochen haben. Jetzt schauen wir gleich, ob der Gebhard dann gleich online ist. Und dann wählen wir ihn sofort wieder ein, weil da gibt es einige Fragen, die für mich noch interessant sind, die ich gerne beantwortet hätte. Unter anderem arbeitet ja der Gebhard auch mit dem Dennis Novak zusammen, der uns gerade zugeschaut hat. Und sobald wir den Gebhard wieder hier haben, wähle ich ihn natürlich sofort ein. Jetzt sehe ich ihn noch nicht. Aber ich wähle dich in einer Minute wieder ein. Ich sehe gerade, der Dennis Novak ist online. Und der hat mir gestern schon erzählt, dass er sich Servus, bewerben kann. Kati. Dennis, fühlst du dich gut informiert vom Gebhard und erzähl mal kurz deine Erfahrungen, weil du trainierst ja, du arbeitest mit ihm zusammen. Ja, natürlich. Wir haben im Dezember begonnen für die Vorbereitung und es war sehr, 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 sehr spannend. Auch viele Gespräche gehabt mit ihm und viele neue Sachen gemacht für mich und es hat echt Spaß gemacht, war geil. Beeindruckt dich das, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, er ist ja in jedem Bereich irgendwo ein Fachmann durch diese ganze Erfahrung, die er da gesammelt hat. Von welchem Bereich profitierst du am meisten, würdest du sagen? Ja, ich würde einfach sagen, von den vielen Jahren, was er mit Djokovic halt einfach gehabt hat. Er weiß genau, wie es auf der Tour abläuft und alles. Und ja, das hilft mir schon sehr. Und wie ist euer Kontakt jetzt? Ihr tauscht euch aus, und aber in der Preseason habt ihr wirklich auch viel zusammengearbeitet. Ja, also in der Preseason, im ganzen Dezember waren wir zusammen. Und ja, jetzt zwischen den Turniere, jetzt in letzter Zeit natürlich nicht, weil es nicht möglich war. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall bald wieder
wieder anfangen mit ihm, weil ja, seit gestern spielen wir ja Tennis und ja, jetzt würde es mich wieder freuen, wenn ich auch konventionell was machen kann. Ich wähle ihn gleich wieder ein. Magst du ihm noch irgendwas mit auf den Weg geben, mein Gebhard? Nein, ich höre nur gespannt zu. Dennis, vielen Dank, dass du abgenommen hast und ich will jetzt gerne. Ciao. Danke, servus, ciao. Ja, super interessant natürlich und jetzt hoffe ich, dass ich ihn Gebhard hier wieder sehen kann und dann wähle ich ihn natürlich sofort auch wieder ein. Gebhard, ich weiß es nicht genau, ich kann dich aktuell hier nicht sehen, ich weiß nicht, woran das liegt, ansonsten geh du auch nochmal kurz raus aus Instagram und wieder rein und dann könnte ich dich anwählen. Tommy Reef ist hier, unser Musiker, ich hoffe, Nothing Else Matters hat er schon ein bisschen trainiert, weil das hören wir uns gleich an, das hat sich der Marco Chirinelli gewünscht und ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, ich hoffe, dass das funktioniert, Gebhard, wahrscheinlich kannst du mich sehen. Geh einmal kurz raus aus Instagram, geh wieder rein auf Tennisnet und dann sehe ich dich hier und dann kann ich dich nämlich jetzt wieder anwählen, weil wir waren bei Neuseeland stehen geblieben. Das war auch noch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für den Gebhard. Da erzähl uns nochmal kurz, was da passiert ist. Gebhard, sorry, dass uns Instagram nach einer Stunde drehen sie mal ab und ich rede und rede und rede und heute hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, ich auch, wir reden zu viel. Dir gehört das Wort. Bei Neuseeland sind wir stehen geblieben und dann geht es zum Dennis Novak weiter. Ja. Na, wie gesagt, also ich habe dort auch für die Academy of Sports gearbeitet und auch verschiedene Sportarten, aber auch für Tennis. Und einfach der Zugang. Und da habe ich eben das System des Performance Managements kennengelernt. Es ist nämlich so, dass in den meisten Sportarten der Coach nicht die Übersicht über den ganzen Sport hat und relativ viele Experten braucht. Das heißt, da ist es oft notwendig, dass über das Coaching-System jemand ist, der auch dann mit den Experten kommuniziert, die reinholt und versucht, das ganze System zu steuern. Und das ist das, was die unheimlich gut machen. Und wenn man schaut, wie viele Medaillen die gewinnen, international bei Olympiaden und so, für ein Land mit 4 Millionen, das ist unglaublich. Also du würdest sagen, wenn ein Supervisor da ist, ist es einfacher, dass alle am gleichen Strang ziehen und alles in die gleiche Richtung geht, als wie wenn jeder so ein bisschen seinen Bereich abwurschtelt? Ja, sicher. Aber es ist natürlich auch so, es gibt ja sehr viele Beispiele von Leuten oder von Coaches. Ich weiß auch einen aus Neuseeland, es gibt Leute, die sind 14 Jahre irgendwie die Leader, die Head Coaches und bringen nichts weiter. Und es ist halt beim Performance Management ist es ja so, dass man gemeinsame Ziele definiert und wenn die nicht erreicht werden, dann muss man schauen, wo liegt's, ja. Woran liegt's? Also ist es die Person, ist es keine Ahnung, aber auf jeden Fall muss man was ändern. Und das ist eben das Wichtige, dass man im Sport eigentlich nie Zeit hat. Jeder Tag ist wichtig. Für jeden Athleten ist es wichtig, jeden Tag optimal zu trainieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man immer ein gewisses Überwachungsinstrument hat, dass man schaut, dass jeder wirklich optimal trainieren kann, jeden Tag. Und das sind dann auch Sachen, die natürlich auch messbar sind. Also das muss messbar sein. Okay. Was würdest du jetzt sagen für einen Tennisspieler im optimalen Spitzenbereich? Was braucht der? Also ich sage jetzt mal, der braucht einen Tennistrainer, logisch, aber braucht der einen eigenen Physiotherapeuten? Braucht der vielleicht sogar einen eigenen Mediziner? Braucht der einen Yoga-Lehrer? Was ist so ein Setup, wo du sagst, damit sind wir dann schon weit vorne dabei? Ja, also Physiotherapie ist absolut notwendig. Das ist immer das Wichtigste. Ich glaube, du weißt es selber. Ja. Also es ist oft, teilweise ist es wichtiger als der Coach, dass man sich gut fühlt, dass der Körper funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ich meine, natürlich, Coach ist extrem wichtig, aber natürlich, umso weiter man in die Teilbereiche hereingeht, und das Positive aus jedem einzelnen Teilbereich mitnehmen kann, umso besser wird man als Athlet. Das geht an wirklich sein Performance optimieren. Beim Dennis Novak, der hat sich sehr positiv entwickelt jetzt auch, vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Julian Knoll. Du hast mit ihm auch ein bisschen gearbeitet in der Preseason. Wie schätzt denn Dennis ein? Also wo würdest du sagen jetzt, also ohne dass jetzt da keine Geheimnisse verraten ist, aber wo sind so die nächsten Schritte beim Dennis, wo du sagst, da könnte er sich wirklich noch verbessern? Ich meine, er hat unheimlich gute Ansätze und ich glaube, er ist in einer sehr guten Phase, auch mental. Und ich muss sagen, wenn er sich stabilisiert mit dem, was er schon gezeigt hat, nur ist das Stabilisieren nicht so einfach, das geht nicht von heute auf morgen, ja, dann kann man von ihm schon
eigentlich, glaube ich, Großes erwarten. Also der kann schon sehr gut spielen. Das hören wir gerne hier und vor allem die ganzen österreichischen Tennisfans und die Fans von Dennis Novak. Er selber schaut uns ja auch zu hier gerade. Gebhardt, eine letzte persönliche Frage an dich. Was müsste passieren, dass du wieder 10 Monate im Jahr auf der Tour unterwegs bist? Weil ich glaube, im Moment genießt du das sehr, auch wieder ein bisschen Zeit mit der Familie und zu Hause zu verbringen. Ja, das ist, ich meine, 10 Jahre ist eine lange Zeit. Ich war ja nicht 20 Wochen unterwegs, ich war ja derjenige, der eigentlich immer dabei war. Ich war immer, also nicht immer, aber 40 Wochen unterwegs. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich 20 Wochen mit jemandem unterwegs bin oder 40 Wochen. Und natürlich ist es, ich meine, es ist herausfordernd, es ist unheimlich interessant, es ist cool. Aber man muss halt immer die Balance finden. Weil ich sage jetzt mal, 40 Wochen mit einem Novak Djokovic, wo du ja quasi, wenn du irgendwo im Viertelfinale verlierst, ist es ja eine Scheißwoche. Ja? Du willst jede Woche gewinnen und so weiter. Das ist ja auch, sage ich jetzt mal, mental nicht einfach. Wie hast du dich denn selber gecoacht? Wie hast du da die Balance gefunden? Ja, glücklicherweise hat es dann noch den Marian Weider gegeben, der unheimlich positiver Mensch ist. Und wir haben eigentlich so viel Spaß miteinander gehabt und uns gegenseitig immer wieder so unterstützt, dass wir eigentlich auch in schwierigen Phasen immer relativ positiv geblieben sind und das durchgedrückt haben. Allerdings muss ich sagen, so nach 8, 9 Jahren kommt man schon in die Phase, wo man sagt, okay, jeder fühlt es. Auch der Novak hat es gefühlt, dass er war auch teilweise übermüdet und wir waren alle übermüdet und wie wir das erste Mal also gesplittet haben, also wie uns losgeworden ist das erste Mal, da war eigentlich, für mich war das das Beste, was passieren hat können. Ich habe es immer gesagt, ich bin mental eigentlich, wir sind so ausgelaugt. Ne? Es ist so stressig, jeden Tag, jede Woche 100% zu geben und irgendwann braucht man einfach eine längere Pause. Das haben wir eigentlich nie gehabt. Ist es in so einer, für so einen Sportler dann noch normal? Weil ich glaube, beim Novak war es, er hat 2016 die French Open gewonnen. Ich meine, wir wissen, der hat 8 Australian Open-Titel, 5-mal Wimbledon gewonnen, 3-mal US Open. Ich glaube, French Open war das sich auch nie so sicher, ob er das wirklich mal gewinnt. Als er das 2016 gewonnen hat, ist da so ein bisschen so, ist er wie in so ein Loch gefallen, würdest du sagen? Da war die Luft draußen. Aber nicht nur bei ihm, sondern bei allen. Aber wir waren, doch sagen, das ist auch völlig normal dann. Das ist auch bei uns allen war die Luft draußen. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist normal, ja. Obwohl man probiert natürlich gut zu arbeiten, aber man hat gesehen, jeder hat eigentlich, es war eigentlich die Luft draußen. Und das ist dann, das hat ja bei ihm dann nahezu ein Jahr gedauert. Das hat ja über 2 Jahre, bis er den nächsten Grand Slam-Titel gewonnen hat. Ich glaube, das war dann Wimbledon 2018 wieder. Im Nachhinein sogar gut, dass das passiert ist für seine sportliche Zukunft, dass er das schon mal so erlebt hat. Ja, also gut, ob das gut war, weiß ich nicht. War es zu viel? Die Pause hat er nicht gebraucht, allerdings war es wie wir wieder zusammengearbeitet haben, haben wir natürlich ein großes Meeting gehabt und ich meine, ich bin davon überzeugt, dass er in der Zeit auch ein paar nicht so gute Entscheidungen getroffen hat. Aus den Entscheidungen lernt man ja, weil dann ist ja die Gefahr nicht groß, dass man das nochmal macht vielleicht. Ja, deswegen war er lehrreich. Ja, genau. Das, wenn man das so sieht, auf jeden Fall. Ja, ja, wir sehen es immer positiv, Gebhardt. Kennst du uns ja. So ist es, ja. Jetzt aber nochmal zurück, weil ich habe dich unterbrochen. Was muss denn passieren, dass du nochmal 30, 35 Wochen auf der Tour unterwegs bist? Weil es gibt ja schon noch ein paar interessante Spieler links und rechts. Also du würdest es nicht ausschließen. Nein, ich würde es nicht ausschließen. Aber so 35, 40 ist sicher zu viel. Und so wie es jetzt im Moment ist, das macht ja Spaß. Also wie gesagt, macht mir Spaß, in Linz und Zeit zu Hause. Wo bist du jetzt gerade eigentlich? Ich bin jetzt in Klosterneuburg. Ich habe so ein Ferienhaus, ein Sommerhaus an der Donau. Mhm. Und das ist jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind. Das sind auch meine 2 Töchter sind da. Die sind normalerweise in Lissabon und in London. Aber jetzt ist halt alles irgendwie anders. Wissen wir eh. Aber das ist angenehm da, weil wir haben ein Grundstück und das ist... Das Wasser ist da, ich gehe ein bisschen Kajak fahren und Radl fahren und alles Mögliche. Gebhardt, freut mich, dass dir gut geht. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ich muss sagen, selber unglaublich viel gelernt wieder in dem Gespräch. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Danke dir, Kasi, und einen schönen Gruß an alle, die zugehört haben. Und die letzte Frage, hast du noch einen Musikwunsch? Weil jetzt wählen wir unseren Musiker ein, den Tommy Reef. Magst du irgendwas hören? Ja, so wie wir uns alle fühlen, glaube ich, ist Yellow Submarine nicht schlecht. Yellow Submarine hat jetzt nicht viel Vorlaufzeit, aber ich glaube, das kriegt er hin. Gebhardt,
Vielen, vielen Dank. Schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis dann. Servus. Ciao. Ciao. Servus. Und wir schauen jetzt.